Einen wunderschönen guten Tag, Mimin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wolong Fallen Dynasty. Die 60. müsste das insgesamt schon sein. Und ich denke, wir kommen bei diesem Schlachtfeld hier langsam aufs Ende zu. Weil wir brauchen nur noch eine Standarte und zwei Markierungsflaggen. Wenn ich noch eine Standarte finde, also die werde ich eh finden vor dem Bossfight vom Level und eine Markierungsflagge, dann bin ich eigentlich zufrieden. Dann bin ich wirklich zufrieden. Dann mach den mal weg da. Den hier auch. Und da ist noch einer. Mit deinem Holzstab kommst du halt gar nicht weit, ne? Das bringt dir halt 0,0. So ehrlich bin ich mit dir. Oben ist doch sicher irgendwo was, oder? Ich sehe gar nichts. Perfekt. Das war auch gut. Guter Ableckungsmove. Zwei Hits hat er gebraucht. Okay. Guck mal, da oben ist die Standarte. Sehr gut. Und er ist tot. Sehr schön. Und töte ihn. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber da ist wieder so ein Schlachtzug. So, komm, töte den jetzt. Danke. Okay. Was machst du da mit der Hongjin? Was soll das? Bitteschön. Ordentliche Belohnungen. Also eine Markierungsflagge wäre halt schon schön noch zu finden. Also ist dann der Standhaftigkeitsrang endet auf eine 17 oder 18. Also ja, Idealfall ist natürlich 20. Super. Sag mal. Das ist ein Scheißproblem, ne? Na los. Danke. Rang 8 Leder. Geh nochmal runter, dann kann ich mich heilen. Danke. Hopp, hopp. Wenn sie in der Ecke sind, ist halt immer am angenehmsten. Dann können sie halt nichts machen. Schuhe eines Taishan-Streiters. Ist auch nicht das, was ich unbedingt will. Oh, da ist eine Markierungsflagge. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich da hin? Na? Eine Leiter hat es nämlich nicht. Guck mal, ist auch ein Armbrustschütze. Mach den mal weg. Ich habe eine Idee. Ob sie gut ist, ist aber die andere Frage. Geh das mal an. Eieiei. 6000 wahres Key. 10.000 wahres Key. 3000. Jetzt habe ich wieder genug für ein Level Up. Und hier sind noch, noch ein kleiner Kristall. Und noch ein Kristall. Heilige Scheiße. Ja, aber die löse ich jetzt nicht ein, weil brauche ich nicht. Erstmal zur Markierungsflagge, bitte. Wir töten ihn jetzt zuerst, komm.
Ja gut, was ist mit ihm? Lass ihn mal von hinten angreifen. Sehr gut. Easy. Er ist der Verantwortliche hier, ha? Dann lass mal ein bisschen Feuer unterm Arsch machen. Scheiß auf deine Trouble. Er ist auch gerade erschöpft. Sehr gut. Gut. Erwartet da noch die Truhe. Bambus Armbrust. Plus 7. Kristallwahres Ki. Heilige Scheiße. Also das sind ordentliche Belohnungen, ha? Stufenaufstieg. So, die Feuerkraft hoch. 18.000 wahres Ki. Ja, kriege ich nur 16.000. Hier nach drüben. Rang 8 Leder. Und hier komme ich zur Markierungsflagge. Ja, wunderbar. Habe ich wenigstens einen Standhaftigkeitsrang von einer 19. Gut, und was passiert, wenn ich hier durchgehe? Kommt da schon der Bossfight? A secret path? Might this take us to him? Okay, das ist ein Bossfight. Ach, scheiße. Ja, okay, geh mal rein. You stand against impossible hardship. So then why? Why not use the elixir? I was waiting for this moment. Na klar, ich muss wieder gegen Lubu kämpfen. The fight of the elixir. It all ends here and now. Na super, jetzt ist Lu Bu der mächtigste Krieger der chinesischen Dynastie. Dreimal so groß wie sonst. Und hat 4 Beine. Na super, wirklich. Hoppala. Okay, mach mal hier jetzt Feuer, komm. Na los. Was macht er jetzt? Fertig geht's hier, komm. Und ran da. Hoppala. Heilen, danke. Das war jetzt nicht so gut. Das war gut. Heilen, danke. Den Scheiß wieder. Oh, was kommt jetzt? Oh ja. Wird das wieder zurückgeworfen oder was? The hell? Ja, ja, I'm not done yet. Hong Jing. Ja, super. Ach, ich scheiß auf dich. Wirklich. Oh boy. Was war das denn jetzt? Ach, ey. Okay.
Ich wollte gerade mein... Ja, gerade meine Kopfbestie aktivieren. Aber gut. Den ersten Versuch war es okay. Er ist nicht mehr so unangenehm wie wie beim ersten Mal. Das war ja wirklich ein behinderter Fight. Den sollte ich in einer halben Stunde hinkriegen. Denke ich jetzt mal. Oder hoffe ich mal. Besser gesagt. Na komm. Hoppala. Sag mal. Komm schon. Ja, das ist gut. Haben wir jetzt Feuer? Scheiße. Heilen, danke. Ach, komm. Ja, hier, hast du Hilfe. Komm. Nothing to worry about, sagt sie. Tja dann, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein, hä? Komm, hau einfach drauf da auf den. Ja, das war doch jetzt gutes Timing, sehr gut. Und mach ihn weh. Sehr gut. Und nochmal ein bisschen Damage. Sehr gut. Okay. Ja, vieles, Mädchen. Da ist vieles falsch gelaufen. Hoppala. Heilen. Oh, jetzt kommt das schon wieder. Was spielen wir jetzt? Fangen oder was? Völkerball. Geht doch. Sehr gut. Abgewehrt. Wie auch immer ich das gemacht habe. Heilen, danke. Ja, dann geh doch. I don't give a shit. Sehr gut. Nochmal den wieder. Hoppala. Ich muss meine Gobbestien-Anzeige irgendwie füllen. Heilen. Was ist jetzt los mit ihm? The hell? Heilen. Ja, das ist gut. Ich glaube, bisschen Anzeige ist sogar fast wieder voll. So, und ich kann ihn ein bisschen Aua machen. Wunderbar. Oh, komm mal, ich hab ihn fast. Fuck. Ja, aktivier mal. Gottbestie, danke. Und jetzt hau alles drauf, was du hast. Komm. Na los. Wird ja nicht so schwierig sein. So. Er ist tot. Geht doch. Das ist super. I knew immediately that I had to destroy Yuji after finding out this chaos was his doing. A Taoist spreading a vile elixir and controlling demons has no right to tread this land. I could not allow the people of my village, who made me who I am, or my one and only flesh and blood, to get caught up in this madness.
That is why I left my village and pledged a false allegiance to Dong Zhuo to infiltrate their forces. I hoped to track Yuji's actions. I swallowed my pride and did their bidding. I brought the elixir to Meiwu Fort and was able to prevent it from spreading among the lords. Yet, I was still unable to pin down Yuji. So, in my desperation, I risked everything. I stole the elixir. I figured if I sat on it without using it myself, he would eventually show his face. And it worked. But I came one step short. You bested me. Perhaps you can take Yuji down. The responsibility of bringing an end to the spread of demonic chi is in your hands now. General Liu was determined to not let you get involved. He fought a long, hard, and lonely fight. It seems not only Shu Province, but many of our other cities have fallen to Yuan Shao as well. And I don't know where my brothers are. General Guan. Hmm? If you have no objections, how about staying with Minister Cao for the time being? It will not be easy for you to search for General Liu until these enemy forces are defeated. Hmm. I could see General Yuan's star falling. And three new stars have risen up. What might this portend? Ihr wurde dank deiner starken Bande der Schutz der Gottbestie Shiji gewährt. Na super. Eid mit Lubu geschworen. Hey. Cool. Öffnen gedrückt halten. 8,3% der Spieler haben das freigeschaltet. Also bisher haben 91,7% der Spieler das Spiel abgebrochen. Krass. Das ist hier beim offiziellen Club. Wie viele Trophäen habe ich denn? Oder Erfolge? 29 von 51. Perfekt. Jetzt habe ich das Spiel geschlossen. Wunderbar. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ja, Kompliment an mich selber, ha? Ich will nur gucken, wo wir jetzt landen.
Na komm. Lädt ein bisschen lange. Alter, es lädt wirklich verdammt lange. Was ist denn los plötzlich? Yuan Shao suddenly heads south toward Cao Cao's territory and steals the elixir that Lu Bu had been safeguarding. Yuan Shao now commanded an army of demons, striking fear into the hearts of many and allowing him to secure footholds across the land. With tiredness and fear spreading among his men, Cao Cao faced crushing odds, but his star burned yet brightly. He roused his loyal army and went out on an all-or-nothing attack. Okay. Ja, und jetzt? Warum ist da die ganze Zeit der Hintergrund noch? Das Spiel ist kaputt. Shao's forces have taken the Yanjin Fort. Our vanguard heading for Baima has been taken out by the enemy generals Yan Liang and Wen Chou. You have treated me with such kindness. Allow me to return the favor, Minister Cao. I shall bring you the enemy commander's head. How many men will you need? I will need just one. Yuan Shao's forces are strong. Be careful. So, m'lady, what did the stars tell you now? We shall only know when this battle is through, my lord. There's one primary strategic point on the river crossing here in Baima. The one who takes it can prevent enemy reinforcements. Exactly. Cao Cao will do everything in his power to cover his losses. However, our goals are different. We must find the Taoists who killed our father. Cao Cao's army has reached Baima. I want Shao Aman's head now. Yes, my lord. We will do whatever it takes. Do you hear me? Let none say we lack forces anymore! Mein Spiel ist kaputt, tatsächlich. Na gut, ich gehe jetzt einfach schnell die Standarte, auch wenn das ein bisschen scheiße aussieht im Moment. Nebenschlag. Kapitel 6 sind wir. Es gibt in Kapitel 5 ein einziges Nebenschlagfeld. Und hier der blutrote Kristall. Okay. Nochmal für morgen was zu tun, ha? Hier noch Stufenaufstieg, Feuerkraft auf eine 39. Machen wir das doch schnell weg. Hongjing. Haben wir noch nicht alles. Okay, Liu Bei. Auch nicht. Cao Cao. Auch noch nicht. Ah, hier, Lu Bu. Auch noch nicht alles, aber der ist doch tot. Naja, verwende mal die beiden Kristalle. Hier habe ich 4. Holy shit. Jetzt sind wir wieder bei 44.000. Okay. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.